Mit der Initiative Grün in die Stadt wanderte diesen Sommer ein Pop-up-Park durch deutsche Großstädte. Diesen August war er auch in Ludwigshafen angelangt und verschönerte den sonst eher tristen Berliner Platz für einige Stunden mit einem kleinen Sprenkel Grün. Doch nicht nur das Auge wurde erfreut, zahlreiche Aktionen und ein Gewinnspiel regten zum Mitmachen an. Die LMK, die Landeszentrale für Medien und Kommunikation, lud ausgewählte Gäste am 4. September zu ihrem Jahresempfang auf dem Festival des deutschen Films. Thema war vor allem der Umgang mit den neuen medialen Möglichkeiten unserer Zeit in Medienpolitik und Pädagogik. Neben interessanten Vorträgen stand auch der Austausch zwischen den Teilnehmern im Fokus. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte die Band Munich Wake Up. Am 15. September fand im Pfalzbau der Auftakt zur Konzertreihe Modern Times statt. Ehrengast des Abends war Ray Chen, der junge Stargeiger, welcher an diesem Abend Stücke der britischen Komponisten Benjamin Britten und Ralph Vaughan Williams spielte. Seine gefühlvolle, teils ekstatische Interpretation der Werke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fand großen Anklang beim Publikum. Auch in diesem Jahr bot die Sprungbrettmesse am 22. und 23. September jungen Menschen an den über 150 Ständen diverser Betriebe und Hochschulen eine Orientierungshilfe für Studium und Berufsleben. Zum nunmehr 14. Mal strömten tausende Neugierige in die Ludwigshafener Eberthalle, ein Andrang, der die Notwendigkeit einer solchen Plattform unterstreicht. Ich merke, dass in den letzten Jahren eigentlich zunehmend eine Unsicherheit da ist, weil wir einfach einen sehr hohen Anteil an Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten haben. Das hat enorm zugenommen. Also wir haben in Deutschland jetzt im Moment über 8000 Möglichkeiten, ein Studium zu beginnen und über 300 Ausbildungsmöglichkeiten. Und das ist sehr viel, wenn man sich das überlegt. Das ist eine ganz große Vielfalt und das lässt manchen hilflos dastehen und schauen, was soll ich denn da jetzt eigentlich machen? Die Messe scheint den Besuchern zumindest teilweise geholfen zu haben. Also ich weiß jetzt ziemlich deutlich, wann zum Beispiel das Studium losgeht, worum es im Studium geht. Also allein der eine Stand hat mir schon ziemlich viel geholfen. Ziemlich viel nützliche Informationen, was im Studium abläuft und was man auch danach machen kann. Nach zweimonatiger Schließzeit und zahlreichen Umbaumaßnahmen öffnete die Stadtbibliothek Ludwigshafen am 26. August endlich wieder ihre nun barrierefreien Pforten. Gefeiert wurde dies mit einem Aktionstag, bei dem die neugierigen Besucher die umfassende Modernisierung zum ersten Mal selbst erleben konnten. Zudem wurde eine Vielzahl an Führungen, Vorträgen und Workshops angeboten. Stolz ist man nicht nur auf ein automatisches Rückgabesystem, welches das Abgeben ausgeliehener Bücher auch außerhalb der Geschäftszeiten ermöglicht. Besonders die Erweiterung des Portfolios über das klassische Bibliotheksangebot hinaus lag im Fokus der Verantwortlichen. Wir haben neue Bereiche erschlossen, wie das Ideenwerk, einen experimentellen Bibliotheksraum, wo wir also auch eine gute Technikausstattung, wie zum Beispiel 3D-Drucker haben, mehr hochleistungsfähige PCs, Konsolenspiele, also alle Art von digitalen Geräten und Möglichkeiten, wo wir aber auch, sag mal, handwerkliche Sachen anbieten, angefangen von Filzen über Wellnesszeichen bis zu Cosplay-Schneidern, also wirklich ein sehr vielfältiges Programm. Dann ist ein neuer Bereich der Freiraum, die Jugendbibliothek, die jetzt von der Kinderbibliothek abgetrennt ist. Früher war es ziemlich beengt im Bürgermeister Reichert-Haus. Es ist auch so, dass 16-Jährige nicht gerne mit Zweijährigen zusammen in einem Raum sind. Daher jetzt wirklich ein eigener Jugendbereich, den die Jugendlichen auch frei gestalten können und auch ja, wirklich mitgestalten können.
Doch auch die klassische Bibliothekserfahrung wird nicht vernachlässigt, ganz im Gegenteil. Zum einen wollen wir wirklich auch im digitalen Bereich aktiv sein, andererseits wollen wir wirklich zu einem Zentrum werden in Ludwigshafen, wo sich verschiedene Menschen treffen können und sich auch hier wohlfühlen können. Also eine ganz hohe Priorität war auch gerade auf der Aufenthaltsqualität. Sie sehen ja hier, es gibt überall Polstermöbel, viele Arbeitsplätze, Rückzugsbereiche. Also das war eine starke Intention, hier sich ein Wohlfühlen einfach möglich zu machen. Dies scheint mit Erfolg gekrönt zu sein, so zumindest die Impressionen vieler Besucher. Der erste Eindruck war, dass es sehr hell hier ist. Also einfache Bauweise, nicht so verwinkelt. Sehr schön, sehr hell, offen, gefällt mir. Also ich finde die Gebäude hier sehr freundlich, viel Licht, das lädt alles zum Verweilen und auch an die Zeit hier zu verbringen. Also ich denke moderner und offener und ich denke auch sehr schön und oder macht bestimmt Spaß, hier sich auch aufzuhalten und nicht nur hierher zu kommen, sich ein Buch aus dem Regal zu nehmen und wieder zu gehen. Und jetzt bin ich auch noch gespannt, was oben in diesem neuen Creator Space dann da passiert. Mit dem 3D-Drucker, das interessiert mich schon.